Okay, Leute, lockeres Traben. Oft trainiert man hart und denkt sich nur, warum macht man das? Und dann gibt es wieder so Momente, wo man ganz genau weiß, okay, deshalb. Die Halle feuert dich an, die Halle ist heiß und dann geht's los und bam, bam, bam und fällt das erste Tor, alle schreien, alle jubeln, hast eine geile Abwehraktion, da schreien alle und jubeln und dann denkst du, wow, geil, und das pusht dich halt so enorm. Letzten Endes wird man an den Spielen oder an den Punkten gemessen. Sorgenvoll blickt man beim Handball-Bundesligisten Frischhoff-Göppingen dieser Tage auf die Tabelle. Die haben sie halt die ganze Saison verkackt. Wir fühlten uns auch von den Fans verlassen. Da war null Gegenwehr, null Kampf. Die haben sich irgendwann aufgegeben, haben sich gehen lassen. Dann wird die Stimmung im Umfeld schlecht, dann wird die Stimmung bei den Fans schlecht, dann wird die Stimmung bei den Sponsoren schlecht. Handball-Bundesligist Frischhoff-Göppingen hat sich von Trainer Velimir Petkovic getrennt. Der Verein begründet die Entscheidung mit der enttäuschenden Leistung der Mannschaft in der bisherigen Saison. Allerdings wird es jetzt Zeit, dass es wieder losgeht und vor allem in die andere Richtung losgeht. Der Schwede Magnus Andersson wird die Grün-Weißen ab kommender Saison trainieren. Zunächst mal möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Trainingsauftakt, und zwar die ganze Mannschaft. Wir haben sicherlich letzte Saison, das wisst ihr alle, eine sehr schwierige Saison hinter uns. Und von daher denke ich, dass jeder von euch, jeder Einzelne extrem motiviert ist und zusammen mit den neuen Spielern entsprechend ein schlagkräftiges Team formen will. Und das wartet jetzt eine richtig große Menge Arbeit auf uns. Und dann hoffe ich auch, dass wir wieder an die Erfolge in der Vergangenheit anknüpfen können. Der entscheidende Schritt ist sicherlich diese Neuverpflichtung von Magnus Andersson, wo ich mir jetzt einfach wünsche und auch für unsere Fans erhoffe, dass da der Beginn einer neuen Ära stattfindet. Mit alten Trainer und mit alten Ergebnissen und so, ich war nicht dabei. Und jetzt ist ein neuer Trainer, neue Mannschaft, neue Saison und jetzt geht es los. Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ist, dass es wieder so ein schlechter Start wird wie in der letzten Saison. Das wäre das falsche Zeichen, sowohl Richtung Mannschaft als auch Richtung Fans. Ja. Wichtig wird einfach nur sein, dass man diese Saison gut eröffnet und am besten mit dem Sieg gegen die Füchse. Die Vorbereitung ist immer alles schön und gut. Es ist völlig egal, wie man eine Vorbereitung spielt. Wenn man alle Spiele in der Vorbereitung gewinnt, sind alle zufrieden. Und wenn man dann das erste Ligaspiel verliert, war alles für die Katze. Ich bin gespannt. Thank you.
Stark, Männer! Stark! Locker! Ganz stark. Locker! Stark, Marcel, ganz stark! Stark. Super, Peter! Ganz lockerer Aufgalopp war das heute. Erste Woche haben sie gemeint, ist zum Reinkommen. Zum Reinkommen. Ja. Der ein oder andere geht aber schon wieder raus. Ich verschließe mich ja nicht vor der Situation, dass meine Karriere dann irgendwann mal zu Ende geht und dass vielleicht auch mal jemand kommt, der dann größere Spielanteile bekommt als ich. Unabhängig davon war ich jetzt, ich glaube, 9 Jahre Stammspieler und habe gefühlt 95% der Spiele irgendwie durchgespielt. Und von daher möchte ich das vielleicht nicht in dem Umfang unbedingt weitermachen, aber ich möchte natürlich um meine Position da kämpfen, das ist ja ganz klar. Und jeder Spieler versucht irgendwie Spielanteile zu bekommen. I'm used to having to fight for my place, you know. I have never been the first one at my position, you know. I always been having an other player to fight against, but I think Christian is a really, really good player, and I try to learn everything I can from him because he's been playing for such a long time in Bundesliga. He has so much things to teach out, you know, because he has been here for forever, you know. Ich glaube, das wird eine, ja, sagen wir mal, psychologisch oder mental eine ganz interessante Saison, weil wir natürlich in der abgelaufenen Runde die meiner Meinung nach mental schwerste Saison der letzten 8, 9 oder 10 Jahre hatten. Gerade jetzt dann mit dem Abrutschen irgendwie in Abstiegskampf und so weiter, das hat bei einigen Leuten natürlich schon eine ganze Menge Nerven und Kraft gekostet und das muss man halt jetzt versuchen, irgendwie aus dem Kopf rauszukriegen. Alle fängt gleichzeitig. Gleichzeitig an. Und Marcel, du machst jetzt zweimal. Ja. Jungs, ihr seid die Messias. Ja, und? Nee, dann machen wir so: wir laufen, guck her, wir laufen alle hier unten, hoch zum seiner Station. Erste, zweite, dritte, vierte. Osten und Latte, ist egal. Osten, Latte. Unten, unter wechseln. Aber wenn wir verschießt, eine Runde, zwei Runde, drei Runde. Dritte, ja! Jawohl! Nein! Eine Runde. Drei Runden! Eine Runde! Komm jetzt, Manu! Ja, ich denke, wenn man Spaß hat, dann spielt man auch gut. Dann ist in jedem Geschäft, finde ich, wenn man Spaß hat, wenn man geht zum Arbeit und bin froh und dann kommt auch ein gutes Spiel und darf man auch nicht vergessen, dass da ist ein Arbeiter für viele. Aber wir haben angefangen mit Handball, darum denke ich, das war Spaß. Jetzt fangen wir an, härter zu trainieren, dann kommt die Überbelastung und dann ist er 2, 3 Tage oder dann gleich eine Woche raus. Ja, und das sind mir aber auch die Athleten immer zu behäbig. Also wenn ich was habe, dann gehe ich normalerweise sofort irgendwo hin und kläre das. Genauso mit dem Fonny, der ist jetzt zwar bei dir, aber schleppt jetzt schon, was weiß ich, wie viele Wochen rum. Ja, und jetzt wissen wir immer noch nicht, was ist. Und der hat bestimmt 5 Kilo oder 8 Kilo verloren an Masse. Das ist natürlich ist für euch halt auch Geld. Wenn ein Spieler nicht spielen kann, dann kostet Geld und bringt euch. Und da wäre vielleicht schon eine Möglichkeit, dass man dann halt eine organisatorische Regelung trifft, dass jeder Spieler einmal in der Woche beim Physio vorbeischauen muss, egal ob er verletzt ist oder nicht verletzt. Ich finde, so ein Termin ist ja keine Strafe. Also wir gehen ja nicht zum Zahnarzt und kriegen ein Gebot, sondern es ist eine Pflege am Körper. Aber was sagst du, Christian, über den Pflichttermin? Was denkt denn die Mannschaft? Also eigentlich bin ich der Meinung, dass es kein Pflichttermin sein sollte,
weil es im Bewusstsein von dem Spieler sein sollte, dass er sagt, okay, der Körper ist mein Kapital und den muss ich halt auch pflegen. Aber aus den Erfahrungen der letzten 1, 2, 3 Jahre macht es vielleicht Sinn, zumindest mal die Spieler in die Richtung halt anzuschieben und zu sagen, okay, passt auf, und dieses Bewusstsein erstmal zu entwickeln irgendwie so. Ja, ich finde ein bisschen so traurig, dass man muss so einen Pflichttermin haben. Aber ja, ich komme von einer anderen Kultur vielleicht, aber ich hasse alles, was mit Regelung und mit Pflicht und alles. Aber wenn es nicht funktioniert, dann muss das. Muskelkarte von gestern, oder? Bisschen. Was er gerne haben will, so wie ich ihn richtig verstehe, ist die individuelle Stärke und die Kreativität etwas fördern. Und da weiß ich nicht, wie weit es gelingt oder wie weit die überhaupt in der Lage sind, die Spieler diese Kreativität zu erreichen oder etwas von dieser Kreativität zu erreichen, dann wäre wahrscheinlich seine Philosophie angekommen. Das kann man bestimmt in einem gewissen Maße durch Training erreichen, aber ein altes Sprichwort, man kann vom Ochsen nicht mehr verlangen als Rindfleisch. Das ist so. Und Training ist eins, man kann Willen haben, aber irgendwo fängt es dann an, Talent zu sein. Kevin kann alles irgendwie ein bisschen besser. Also er springt höher, rennt schneller und ist extrem gewandt. Ja. If we are here as professional, I think we had to fight against other guys to be here. Nothing was given to us, I think. To me, I am speaking to me, nothing was given to me. And I had to fight to be where I am today. Ich muss es als Herausforderung sehen. Ich weiß, dass er ein extrem guter Spieler ist. If I'm bad on the court, I will accept, you know, I will never be mad if the coach make a change or... But I want to be the best. Ich denke, im Leistungssport kommt es darauf an, dass man mit Druck umgeht. Und ich hoffe einfach, dass wir es dieses Jahr besser hinbekommen. Von vornherein im Prinzip da mit Vollgas reingehen. Und dann wäre der Druck immer noch genauso da. Und der ist über die ganze Runde da, weil es wird nie aufhören. Solange man diesen Sport betreibt, hat man immer Erfolgsdruck. Das ist so. Und ausatmen. Perfekt. Das war's schon. Darfst du mal hier auf die Waage mit deinen Füßen auf die Metallvorrichtung nehmen? Das ist echt mit 29 Jahren schon geschrieben. 5 Sekunden wird es ein bisschen schwer, dann sind wir bei 150. Dann muss man festhalten, bis hier 100% durchgelaufen sind. 95,7. Also, das sieht schon mal gut aus. Körperfettmasse 11,1%. Habt ihr noch die von dem letzten Mal? Nee, jetzt nicht. Also hier gerade nicht. Sollte man nicht glauben, dass man mit 1,88 103 Kilo wiegen kann. Ist wirklich so ohne Scheiß. Fuck. Die Hände können Sie runternehmen. Aber das ist auch ruckzuck wieder unten. Das war halt im Training los. Oh, Nico hat sich, glaube ich, gebrochen hier, ja. Aber bisher keine OP notwendig. Der aggressive Schiller war es wieder. Ja, ja, unser Jüngster, Marcel Schiller, ist wieder auf unseren ältesten Torhüter los. Hat ein schönes Jochbein gebrochen.
Nein, Spaß, Schiller. Da konnte er nichts dafür. Aber es hat ganz schön geknallt. Das passiert immer mal, dass irgendeiner die Faust oder die Hand ins Gesicht bekommt, sich dann irgendwas bricht, das Nasenbein oder mal einen Kapselriss macht oder sonst irgendwo. Das ist normal. Das ist Tagesgeschäft. Handball ist ein harter Sport, oder? Handball ist ein sehr harter Sport. Ja. Man muss schon ganz schön verrückt sein, wenn man den professionell macht. Ja. Das ist mein Leben. Also ich freue mich jede Sekunde eigentlich auf Training. Klar, in der Vorbereitung kann man schon mal auch sagen, heute wäre es eher nicht so, aber ja, ich liebe den Sport. Super, Lobo, komm! Kevin. Jawohl, Fonny! Jawohl, Mimi, gut so! Hey. Super, hey. Kevin! Okay, ganz locker traben! Kevin, what's up? Okay, Kevin, everything okay? You feel bad? It's really intense, the running, the cross running. Everything is like brought to another level here in Germany. I think that's why it's the best league of the world, because there is a really high exigence, I think. France is professional, but nothing to compare with the German preseason. I never done that in my life, never. Yeah. What is your name? Philipp? Okay. Yeah. Dieter, you know French is really difficult too. I know, I learned French at school. Yeah? Yes, I understand some things, but no maybe, way. Maybe you can teach me some French of again. Course, of course, we're gonna have like the day of the week, you know, the word of the week. Yeah. Every week I will teach you a word, okay? Yeah, chassis, the bit, yeah? The bit. Oh! You crazy, baby! On the beiden Sorgen, Kinder. He's more, you know? Yeah. I know. He's inside, not so. Yeah. But Gino is cool. Lass ihn, Kevin. Ich lass ihn. Wir haben nur ein bisschen erzählt, wie es läuft, weißt du? Mein Ruf ist weg. Das kenne ich aus der Vergangenheit. Ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwann mal wieder loswerde. Es wäre natürlich schade. Denn wer mich kennt, der weiß, dass er sich zu 100% auf mich verlassen kann. Und Sachen wie zu spät zum Training, das war, glaube ich, zu Anfang meiner Karriere. Aber sowas hängt einem eben nach. Ist der Ruf einmal ruiniert? Hey, I have a good girl for you, Anton. My sister. That was on Carnival. And I was getting all the good guys. Yeah, of course really? You did. Die. Wunderschön, oder? Also bis dein Lacher kam, habe ich nicht gewusst, dass du es bist. In dem, wirklich. Gut, ich habe mich schon gefragt, wer ist denn dieses 1,90-Kalb da mit dem Rücken? Aber süß ist er, habe ich gehört. Waffelo ist ein Spiel und ein Handballer. Und wenn man mit der Wurf antrinkt und jemand Waffelo sagt, dann muss derjenige sein Getränk auf Ex trinken, natürlich alkoholisch.
Vom Fußball oder was? Aber es gibt auch Falschansagen, da muss es halt derjenige, der es angesagt, falsch angesagt hat, muss er sein Getränk auf Ex trinken. Und da Kevin seine Mitspieler noch nicht so gut kennt und nicht wusste, dass Anton auch Linkshänder ist, hat er prompt mal eine Falschansage gemacht. Ich weiß ja nicht, wie ich Einzelzimmer und wie ich Doppelzimmer sind. Together bist du? Okay. Peter, wer ist mit mir? Nehmen wir direkt Training. Ja, schon 15%. Ja, ein Mannschaftsgefüge ist ein sehr, sehr komplexes Konstrukt. Da müssen viele Sachen ineinander greifen, dass man Erfolg hat. Da wird oft dieses viel zitierte Potenzial angesprochen, das man entweder abruft oder eben nicht abruft. Trainer, es sind viele neue Chancen gegeben für viele neue Spieler und er macht sich halt keinen Eindruck, also er macht sich seinen eigenen Eindruck und lässt sich halt nicht manipulieren von anderen Leuten oder zumindest nicht von der Zeit, die er schon da war. Und hier entscheidet halt Leistung. Ich mache mir da jetzt nicht so einen Kopf darüber und ist im letzten Endes auch nicht ein Training entscheidend oder eine Aktion entscheidend. Deswegen versucht man einfach immer sein Maximum zu geben und dann ja, wird es ja am Ende der Trainer entscheiden, wer spielt. Und das kann man dann nicht viel gegen anwenden, eben außer im Training, ja, sein Maximum zu zeigen. Das sind meine Stärken. Ich versuche dann schon so im Angriffsspiel viele Akzente zu setzen. Ich versuche mir meine eigenen Lücken zu schaffen. Und natürlich auch für die Mannschaft zu spielen in erster Linie, aber natürlich auch für sich selbst irgendwo. Klar will jeder irgendwie spielen, aber auf der anderen Seite ja, sind wir alles Mannschaftssportler und da gehört es eben dazu. Ansonsten hätte man sich eine andere Sportart wählen müssen. Dann muss man vielleicht zum Tennis gehen, da kann man immer selber auf dem Platz stehen. Ich spiele am Kreis. Der Manu ist mein Konkurrent und der Bojan. Wir beide. Aber wir drei kämpfen um unsere Position. Jeder von uns in der Mannschaft tickt gleich. Irgendwo will er spielen, ist ja logisch. Aber ich denke, wenn dann ein anderer auf der Position ein gutes Spiel macht, dann gönnt man dem das auch und drückt ihm genauso die Daumen, wenn dann am Ende ein Siegball kommt. Thank you.
Reaktion. Es ist einfach Spaß pur. Also man ist mit Freunden, mit Kumpels zusammen. Und ja, es ist einfach super. Ein super Job. Wenn du den Beruf, also beziehungsweise den Hobby zum Beruf machst, ist es ja nicht einfach so, dass du sagst, okay, ich kann heute mal oder ich mache heute mal oder ich mache halt nicht. Wenn du halt irgendwie mal keinen Bock hast, weil du müde bist oder irgendwie anders oder irgendwas anderes, Besseres zu tun haben könntest, kannst du nicht sagen, okay, ich mach's heute nicht. Wie wenn jemand anderes einen Hobbykeller hat und dort irgendwie mit einer Eisenbahn rumspielt und sagt, oh, heute habe ich keine Lust, dann bleibe ich mal oben und guck Fernsehen. Das geht bei uns halt nicht. Wir treffen uns ja schon um 16.15 Uhr, ne? Nicht um 16.30 Uhr. Peter, ich wollte nichts sehen. Soll ich was mitnehmen? Nee, lass mal, ich habe mit dem... danke, aber der Marcel soll das machen. Weißt du, brauchst du nicht. Machen die Jungen. Danke, das ist nett von dir, aber die Jungen machen das. Nee, das nicht machen die, okay. Marcel und so, danke. Nee, wie gehabt, die Jungen. Die Jungen sollen das machen. Anto, will you please take two bags with you, ja? Yeah? Okay. Bitte? Excuse me, my friend. Yeah. I'm running out of this. Me too. You too. Mm. Yeah. We have to wait a while. Okay. Not yet. Okay. Lass mal. Achso, gut, dann nimm du das mit runter. Nimm der Marcel die Bälle, ist auch okay. Also ich denke, dass ich eigentlich zu allen so einen ganz guten Draht habe. Von allen auch so gesehen wird, es sind unterschiedliche Beziehungen. Natürlich, mit dem einen hat man etwas intensiver zu tun, mit dem anderen weniger. Aber generell denke ich, dass meine Beziehung zu allen Spielern ganz in Ordnung ist. Das hast du gut gesagt. Das hast du richtig gut gesagt. Ich glaube, heutzutage oder mittlerweile weiß er mit vielen Sachen besser umzugehen, als das am Anfang seiner Laufzeit hier war. Und ja, für die Mannschaft eine extrem wichtige Person, einfach weil er viel für die Mannschaft macht, weil er für jeden in jedem Moment da ist und ja, einfach so ein bisschen unser Maskottchen, wenn man es so will. Ich glaube, er will auch, dass man diese Späße mit ihm machen, weil mit ihm macht, weil zum Beispiel, wenn ich ein, zwei Tage mit ihm nichts mehr mache oder nichts mehr mit ihm rede, dann kommt er schon auf mich zu und sagt, Toto, ist was passiert? Habe ich dir was getan oder sowas? Peter, komm, lass mal, Peter. Dann nimm's. Das musst du nicht nehmen. 5 Sekunden, warte mal kurz. Oh je. Ja, ich hol dich ein, wir sehen dich schnell. Letztendlich ist es grundsätzlich eine Einstellungssache auch, wie man damit klarkommt. Der eine Mensch kommt besser mit klar, sich quälen zu können, der andere, dem fällt schwer. Aber es gibt ein ganz gutes Zitat. Super Jungs! Gut. Kommt er klar mit dem Pulswerten? Gut, ja. Gut. Emil Zatopek, der hat immer gesagt, mach's dir im Training schwer, dann fällt's dir im Wettkampf leichter. Und nach dem Schema denke ich halt auch, wenn wir, je härter wir gewohnt sind, auch an unsere Grenze zu gehen, umso weiter schieben wir die Grenze auch raus. Und das spielt die Psychologie eine ganz enorme Rolle, ja, ob du hinten raus noch richtig Gas geben kannst. Das ist mal seit langer Zeit, dass ich wieder gejoggt bin. Ich walk sonst immer noch nicht. Aber ich wollte es einfach mal versuchen, wie weit es geht. Knapp 2 Kilometer. Das schafft aber hier nicht mehr. Oh, da laufen die so locker vor mir her. Ja, ist das Leben. Also bisher konnte ich mich immer jedes Training wieder pushen und bis zum Limit hochbringen, aber heute Morgen war so die erste Einheit oder gestern Abend schon, wo es dann, ja, wo es echt verdammt schwer wird, wo du deinen Körper einfach nicht mehr so schnell bewegen kannst, wie du willst. Dein Kopf sagt,
mach, aber dein Körper reagiert einfach nicht. Es funktioniert keine schnell, du kriegst keine schnellen Bewegungen mehr hin. Das ist einen richtigen Spruch, haut man nicht raus, oder? Aber man sagt so von wegen, ja, ein bisschen platt war. Wenn du mal selber so ein bisschen fitter bist als jemand anderes, du siehst es ihm ja an, wenn er im Essen oder jemand im Essen da sitzt und das einfach nur so in sich reinschaufelt und denkt, oh Gott, wie komme ich am schnellsten von hier ins Bett jetzt? Die Saison vor sich zu haben und zu sagen, okay, ich muss jetzt 6 Wochen lang mich quälen, schwitzen, die Schmerzen überwinden, Muskelkater, egal. Und allein die Saison zieht schon, dass man sagt, jetzt muss ich halt. Ey, wir machen es dieses Jahr. Ja. Ja, genau. Ey, das ist es. Dieses Jahr. Dieses Jahr wird's gerissen. Ja. Der Deutsche Handballbund hat Nationalspieler Michael Kraus wegen des Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln suspendiert. Wie der Deutsche Handballbund mitteilte, hat Michael Kraus in den vergangenen 18 Monaten 3-mal die Meldepflicht über seinen Aufenthaltsort nicht erfüllt. Das hat zur Folge, dass die Anti-Doping-Kommission des DHB ein verbandsinternes Disziplinarverfahren gegen den Spielmacher des Bundesligisten Frisch auf Göppingen eingeleitet hat. Jetzt hier von der NZ. Kenn ich gar nicht. Ich bin mal gespannt, was das noch für Wellen schlägt. Da muss einiges kommen. Ja, vor allem jetzt hat er hier darum gekämpft, dass sein Ruf wieder besser wird. Er hat sich geändert, er ist zuverlässiger und dann ist der Scheiß. Es geht eigentlich um meine Existenz und ja, ich hoffe natürlich, dass ich weiter Handball spielen darf. Ich bin kein Doping-Sünder. Davon muss man da alles nochmal relativieren. Ja. Und das war für uns die große Herausforderung, auch dieses Thema so in den Medien dann auch versuchen zu platzieren, dass es nicht plötzlich zu einem Doping-Thema wird von Frisch auf Göppingen. Also es ist auch kein Doping-Thema Kraus.
Der Bursche ist so oft getestet wie vermutlich kein deutscher Handballer. Die NADA hat einen Testpool eingerichtet und auch sozusagen eine Online-Plattform, in der man sich eintragen muss und 24 Stunden am Tag sagen muss, was man machen muss. Das heißt, bei mir steht dann zum Beispiel drin, eigentlich, ich bin zu Hause, habe dann die zwei Trainingseinheiten eingetragen und wenn man dann irgendwas Unvorhergesehenes unternehmen möchte oder machen möchte, dann muss man das eintragen. Das heißt, man ist eigentlich gläsern. Entschuldigung, Mimi Kraus hat sich dafür entschieden, Nationalspieler zu sein und hat sich somit den Regeln unterworfen, die eben nun mal dummerweise da dazugehören. Das war keine Entscheidung vom Verein zu sagen, du wirst Nationalspieler, sondern Mimi hat gesagt, ich will in die Nationalmannschaft. Das war seine eigene Entscheidung. Und somit muss er sich den Regeln auch unterwerfen, die eben dafür gelten. Und dafür gelten auch, dazu gilt eben halt auch, sich pünktlich zu melden. Das kann man einmal vergeigen, das kann man zweimal vergeigen, aber das kann man doch noch nicht dreimal vergeigen. Es tut mir leid. Scheiße. Ich habe gedacht, das alles war so. Das ist lang, ist ja, viel. Aber ja, das kann man. Mit dem kann man dann umgehen. Ja, es wird harte Zeit. Aber deswegen, das schweißt uns nur noch mehr zusammen und da müssen wir halt dran glauben. Scheiße. Ich kann verstehen, das gibt es dann später und so mit 3, 6 Monaten oder 2 Jahre. Das war ja gleichzusetzen mit dem Berufsverbot. Das bedeutet, ich kann dann nicht mehr für meine Familie sorgen. Das malt man sich ja nicht aus. Und viele meinen ja, wenn er ein Jahr Sperre kriegt, klar, danach kann er ja immer noch 4 Jahre ein paar spielen. Aber dem ist eben nicht so. Weil wenn man ein Jahr raus ist aus seinem Sport, ist es nicht mehr so einfach, da Fuß zu fassen. Vor allem, wenn man dann, klar, wenn man 20 ist, dann hat man noch 10 Jahre oder 12 oder 15 Jahre vor sich. Aber ich meine, ich bin jetzt 30, ein Jahr Sperre, dann wäre ich 31. Das ist dann alles nicht mehr so einfach, wie man sich das vorstellt. Und das käme natürlich eine Katastrophe gleich. Guten Tag. Hallo, wie geht's? Alles klar? Aus aktuellem Anlass, oder? Nein, ich habe ein Interview gemacht mit dem Kevin. Ah, okay. Und für Saisonheft. Ich dachte, es gibt irgendwas und, anderes. Und was? Imagine. If you go shopping, you know, you have to tell them. If not, and they call you, it's a mistest. Imagine, like, it's unbelievable things. Und ich hoffe, dass ich da trotzdem dann, je nachdem, wie lange die Suspendierung geht, dann vielleicht noch die ein oder andere Trainingseinheit mit euch machen kann. Für den Gesellschafter bzw. Geschäftsführer war es natürlich und auch für den Trainer ein unheimlicher Schock, vor allen Dingen auch die Außenwirkung. Es geht ja nicht nur darum, dass wir den Mann nicht haben, sondern es geht ja auch darum, dass der Verein frisch auf wieder durch den Dreck gezogen wird und auch diejenigen, die damals gesagt haben, der Mimi soll gar nicht mehr kommen, den brauchen wir gar nicht. Die haben natürlich jetzt hier Oberwasser gekriegt und haben gesagt, haben wir schon immer gesagt, was will der überhaupt bei uns? So, heute wie alle anderen Tage, ein bisschen warm laufen. So, 10 Minuten. Okay, 10. Das ist klar, wir haben mit Mimi geplant und wir weiß alle, dass Mimi Kraus ist ein wichtiger Spieler für uns. Aber ich denke, das ist auch wichtig, dass Mimi ist nicht dabei. Wir können nicht so viel Energie auf Mimi und sagen, ja, es ist scheiße und da ist eine Entschuldigung, für wir nicht so vielleicht gut spielen oder einen Punkt holen, dann kann man nicht sagen, Mimi ist nicht dabei. Wir haben diese Spieler und dann spielt Mimi diese. Trotzdem nur der Sieg, obwohl es stattfindet. Weil der eigentlich praktisch
Vielleicht zieht es schwerer noch. Morgen! Wegen des Wetters hier von Esslingen gar nicht viel gesehen. Ja, ich finde ein schönes Fest hier und leider können wir nicht draußen spielen, aber vielleicht Nachmittag. Okay, Magnus, danke. Dir und deiner Mannschaft viel Erfolg und mach mal einen herzlichen Beifall für den neuen Frischhoff-Coach Magnus Andersson. Die Mannschaft von Frischhoff Göppingen, nicht in der traditionellen Grün-Weiß, sondern heute in der Rot-Weiß. Hey, komm! Jungs, komm! Hey, Hilfe! Hey, so Jungs, hör auf! So enttäuscht! Ihr geht rein mit ohne Einstellung und verliert jeden Kampf Mann gegen Mann. Ihr macht immer Fehler, wenn wir zwei Kreis spielen. Ein bisschen mehr miteinander reden und ein bisschen mehr offensiv. Jeden Tor ist wichtig. Die Stadt Göppingen und Frischauf sind eins. Da gibt es keine Differenzen, da gibt es keine Unterschiede, da passt kein Papier dazwischen. Die letzte Saison ist verbesserungswürdig, das sage ich Ihnen jetzt nicht als Oberbürgermeister, sondern einfach als Fan von Frischauf. Und ich werde in den nächsten Tagen hoffentlich meine Dauerkarten wieder kriegen und dann werde ich wieder mit bangen und hoffen, dass wir in der neuen Saison besser abschneiden werden. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen und auf eine gute Saison. Dankeschön. Ja.
Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister Till. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Saisonpressekonferenz von Frisch auf Göppingen. Sportliches Ziel in der neuen Saison wird sein, wieder in die Top 10 der stärksten Liga der Welt aufzurücken in der Bundesliga. Das ist immer schwer, über das Ziel zu reden. Ich denke, ich komme vom Verein in Schweden und Dänemark und wir haben nicht so viel über das Ziel gesprochen. Darum unser Ziel war immer, den Titel zu holen. Hier ist vielleicht ein bisschen anderes und das wäre vielleicht auch nicht realistisch, wenn wir sagen, dass wir möchten deutsche Meister sein nächstes Jahr. Ihre Frage? Es gibt ja soziale Foren im Internet, da werden dann so Dinge kolportiert wie aus Frisch auf Seite raus von Verantwortlichen wäre der Satz gefallen, Mimi Kraus wird nie wieder das Trikot tragen von Frisch auf Göppingen. Ich denke, Frage ganz einfach, gibt es solche Geschichten bei euch? Kann ich mir nicht vorstellen, oder Gerd? Also die Frage kann ich ganz leicht beantworten, weil ich habe es gerade zum ersten Mal gehört. So, ich blicke nochmal in die Runde. Ferdi, hast du noch eine Frage? Falls er eine Sperre jetzt bekommt, ist er dann überhaupt noch tragbar für den Verein Frisch auf Göppingen, auch im Zusammenspiel mit seinen Sponsoren? Wir haben jetzt grundsätzlich ja positive Rückmeldungen, aber wie gesagt, ich möchte mich über die Konsequenzen jetzt in der Öffentlichkeit nicht entsprechend äußern. Ich gebe dir recht, dass es beispielsweise für Frisch auf jetzt ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt ist. Wir haben es auch mit der Mannschaft entsprechend besprochen und das wird auch dazu führen, dass wir insgesamt enger zusammenrücken und dann wird man mal sehen, wie wir das entsprechend dann anschließend umsetzen können. So, ich schaue mal in die Runde. Gibt es noch Fragen? Das sieht zumindest für heute sehr zufrieden aus. Dann darf ich noch mal darauf hinweisen. Erstes Heimspiel der Frisch auf Männer. 23.08. gegen die Füchse Berlin in der EWS Arena. Christian. Anton. Eine gelbe Möhre. Ich denke, das ist schon was Besonderes hier, wenn der Trainer so mitmacht und vor allem noch so schnell ist. Das kommt wahrscheinlich in wenigen Bundesliga-Mannschaften vor. Ich war auch ein guter Handballspieler vorher, aber das heißt nicht, dass ich bin ein guter Trainer bin. Jetzt bin ich sicher, ich weiß ein bisschen mehr als meine ersten paar Jahre als Trainer. Aber als Trainer ist immer Ergebnisse. Da ist immer Ergebnisse. Du kannst auch richtig gut sein, aber wenn nicht der Punkt kommt, dann heißt es gleich, dass du bist ein schlechter Trainer. Ich habe nicht so gut geschlafen diese Nacht und darum, ich finde, ich habe auch so viel gewechselt. Und das ist vielleicht diese Zeit ist wichtig, dass wir spielen durch mit unserer Idee und meine Idee. Und Schlussphase, ich denke, das war Mann und Sarko, wir haben zwei, drei Mal so defensiv gestanden, um 6,5 Meter und probiert Block. Dann muss ich rausgehen. Natürlich erwartet jetzt jeder bei dem Neuanfang, dass alles wieder gut ist, aber man muss allen Zeit geben, man muss Magnus Zeit geben, das alles zu ändern, das Spielsystem. Göppingen hat sehr lange jetzt unter Petkovic gespielt, es war natürlich noch alte Schule. Und das ist jetzt was ganz anderes.
Ich habe verloren. Und nächstes Mal mit dir ohne Kontakt. Nein, aber das war nur, weil der vorher nicht gehört, gezeigt hat, was ist jetzt los. Und nächstes Mal, du musst nur so. Geh voll, nächstes Mal wieder. Der war schon vorbei. Ja, deswegen, aber du hast dich einschüchtern lassen und das nächste Mal hast du nicht Vollgas gemacht. Aber trotzdem, wenn du. Da muss dir einer helfen. Ja, okay, aber. Es ist schon ein bisschen befreiend, aber auch eine Last. Klar, wenn du jetzt schlecht startest, dann heißt es auch wieder, das ändert sich nichts und alles drum und dran. Und dadurch stehen wir schon ein bisschen unter Druck. Da ist die Mannschaft gedrängt zum Halbfinale und der beste Zweite. So, das ist jeden Tor ist wichtig für uns. Ja, so Fokus, Konzentration. Aber 100% Einstellung. Ich fängt an mit Primus im Tor und Marcel, Christian außen, Kevin und Tim Halb, Sarko, Manu. Magnus ist eine ruhige Person, er redet viel mit einem. Und beim Petko war es halt schon alte Schule. Man hatte dann zum Beispiel auch ein bisschen Angst zu sagen, okay, man hat eine Verletzung, hat dann weiter trainiert, so ging es mir. Wenn du dann halt mal Knieschmerzen hast, dann musst du halt durch. Hier kannst du ganz offen reden und dann findet man eine Lösung, aber also für mich ist schon vom Kopf her deutlich angenehmer unter Magnus. Komm jetzt auf die Stimmung ein bisschen auf, wir brauchen Sieg heute. Komm, auf geht's! Ab jetzt, meine Männer, hey! Von Anfang an! Ab jetzt, alle da! Komm, weitere! Zusammen! Fünf Fehler in Folge. Wir stehen von 6 Meter in Abwehr, wir arbeiten nicht zusammen. Und schmeißt den Ball weg in Angriff. Bisschen Vernunft und Konzentration der Letzten. Ja? Ich habe immer gehört, dass ich bin so ein ruhiger Typ. Und das denke ich auch. Aber wenn das Spiel fängt an, dann fängt etwas los. Ich weiß nicht was. Und dann Adrenalin, alles. Und ich möchte so gerne gewinnen. Ich möchte gerne, dass du haben diese. Verstehst du, was ich meine? Du kommst ein bisschen so früh und dann geht du raus vom 17 Meter. Du musst ganz eng. So. Und wenn Kevin da spielt, dann haben wir den Winkel zum Kreis. Sarko, alle, wir kommen gerade. Und zum Beispiel waren wir ja im Beppo. Ich bin bis jetzt der einzige Mittelmann, den er jetzt hat. Und, ich denke, dass ich dann auch extrem wichtig für ihn bin, um das Spiel zu leiten. Also ich bin quasi der Kopf von ihm und ich muss das umsetzen, was er im Kopf hat. Also gerade seine Spielphilosophie und auch seine Spielzüge, was er im Kopf hat, die soll ich halt aufs Spielfeld bringen. Und dann kann mir nicht dieser Druck und diese Überzahl, die kommt gar nicht. And then I lose a little bit. No, it was too hard. It was too hard. No, it was not a good pass because there were two defenders on you, and you was going in the other way. No, that was not a good choice for me. I don't think it was a good. Maybe you should do the next time. Maybe yes. The time after. Yeah.
Wenn er weiß, wie ich stehe, beziehungsweise ich weiß, was er richtig macht und ich mich damit richtig positioniere, dann können wir die Abwehr einfach auseinanderarbeiten, mit einer Sperre absetzen, weil er halt unglaublich schnell ist und ein schönes 1 gegen 1 hat und dann zur Seite geht und dann will er Gegenspieler hinterher. Nee, mach ruhig. Und ich komme mit der Sperre und dann können wir Sperre absetzen, spielen. Und dann müssen wir das jetzt ein bisschen zusammenspielen, weil wir haben ja eh wenig trainiert, also beziehungsweise wenig Angriffstraining im Training gehabt jetzt. Und wenn wir da jetzt noch ein bisschen ausbauen, dann wird das richtig gut. Aber Jungs, Kopf hoch! Und wir haben das deutlich gewonnen. Wir haben ein schlechtes Periode, aber neues Spiel morgen. Ja? Auf geht's! Ich denke, dieser Sport ist auch mit viel mit Disziplin. Und, wenn man so eine Gruppe sieht, jeden Mensch braucht ein bisschen Disziplin, denke ich. Und für unsere Mannschaft so haben wir auch ein bisschen über Disziplin gesprochen. Was ist Disziplin? Wie braucht es jeden Tag? Das ist das Einfachste und Erste. Siege führen immer zu positiver Stimmung. Du kriegst es auch bloß zustande, wenn alles passt, wenn du als Einheit auftrittst. Und das ist dann Spaß. Einfach so. Spaß am Handball. Das einfach ist ganz wichtig. Den Spaß am Handball wiederfinden. Genau. Das haben wir halt letztes Jahr komplett verloren. Ich finde, das ist halt dieses Jahr Spaß am Handball wiederfinden. Wichtig ist halt in der Saison, wenn du den normalen Trott hast, das Spiel, Training, dass du es dann hinkriegst, so kleinere Probleme, die entstehen oder wie man das löst. Wir haben ein gemeinsames Ziel und da hat jeder gefälligst seine Rolle zu übernehmen und das muss jedem klar sein. When they see you give your best and maybe you have a bad day, okay, you can shoot 10 times over the goal, but when you give your best, you can lose. And that's it. Never happened to me. Yes. Yeah, and I said to them, they must wait a little more. Yeah, now yeah, it's so quick. Yeah. And you are. And yeah, and them. Yeah. But they must wait a little. For where we are now, I think discipline on the court is the main thing, you know. Because we are a new team, we have a new system and everything. So, as long as we don't really know each other, I think discipline, and that's a word you often use, you know, discipline. To me, actually, because sometimes I'm a little bit crazy on the court. Yeah. Und? Scheiße, ey. Keine Ahnung. Könnte du was das sagen? Aber nicht so. Kann ich reingucken? Ja, klar kann ich gucken, aber der wohl den Test für. Meniskus, also nichts kaputt, Meniskus oder so ein Scheiß. Er vermutet eventuell, dass da was eingeklemmt war. Und jetzt? Ja, aber. Mehr nicht. Ich soll nochmal um 17.10 Uhr. Hat das entklemmen können? Nee, das tut genauso weh. Ja, wir sind halt direkt an dem Spieler dran. Wir entscheiden im Prinzip ganz spontan auf Auswärtsspielen, wo wir ganz alleine sind, ob der Spieler spielen kann oder nicht. Oder müssen sie irgendwas überlegen, dass der Spieler spielen kann. Wir müssen dann auch abschätzen, hält dieses Band oder der Muskel oder hält er eben nicht. Aber das ist ja so gerade diese Würze an der ganzen Sache. Wir fangen mit Christian und Marcel an, Kevin und Tim Halb und Manu Sarko im Mittelblock, Nikola
fängt den Tor an, erste 15 Minuten, dann wechseln wir 15 Minuten und dann auch ins zweite Hälfte. Run back. Yeah? You understand? Doesn't matter what happened. I cannot change. Hey, kom! Weiter jobb! Arm ist oben. Kein Tor hier. Och sen gehen wir schnell. Ja? Hey, es kann sein, dass jeden Tor zählt. So, okay. Einmal sechs. Eins, zwei, drei. Samme! Wenn viele sagen, es gibt ein gutes Gefühl, wenn wir zusammen kämpfen, wenn wir zusammen guten Handball spielen. Aber wenn man dann die Spiele nicht gewinnt, ist automatisch die Stimmung schlechter. Also man kann jetzt immer sagen, die Kommunikation ist gut und der Umgang mit Kritik ist sehr gut und so weiter. Aber ich glaube, am Ende des Tages zählt natürlich der Erfolg. Das Spiel gewonnen hätten oder mit weniger als 5 Toren verloren hätten, wären wir in die Endrunde gekommen. Aber da das nicht passiert ist, sind wir rausgeflogen und damit werden wir heute Nachmittag nach Hause fahren und wollen vorher noch mal hier trainieren. Schulter. Und Ache ist. Und Ache. Und Schmerzen. Es gab nicht mehr Verletzungen als sonst auch. Ja, das ist eher so eine psychische Sache, wie der Sportler sich dann halt auch fühlt. Das weiß jeder selber an sich auch. Wenn alles super läuft im Leben, dann hast du weniger Schmerzen, als wenn es eben nicht so gut läuft. Merkst du auch an verlorenen Spielen, da ist dann nach dem Spiel die Bank immer voll. Also die Therapiebank, und an gewonnenen Spielen, da haben wir Freizeit als Physios. Das ist doch klasse.
I'm fine. No, no, I'm not. No. I'm not that fine. No, okay. What should I do? No. Can't do nothing. Hey, superstar. Hey, brother from another mother. Brother. Hey. How are you, man? Not that good, but I keep smiling. Yes. Es gibt Schlimmeres, wie sich hier dann in so einem schönen Schloss dann zu zeigen, auch ein bisschen hofiert zu werden. Es gibt ein gutes Essen, es gibt lockere Gespräche, das meldet euch seit einer halben Stunde gut. Auf den Abend haben die immer Bock. Es gibt natürlich aber auch unterm Jahr mal PR-Termine. Da muss man manchmal dann auch irgendwie gucken, wie man denn dann professionell macht. Aber das gehört natürlich auch zum Alltag eines Profisportlers dazu. Verdienen alle gutes Geld und das Geld im Übrigen kommt von den Leuten hier. Was bist du denn für ein Typ? Was bist du denn für ein Mensch? Da musst du eine andere Frage haben, aber ich denke, ich bin so, was sagt man, ein alter Schwede. Okay. Wenn irgendjemand sagt, der heißt doch ganz anders, dann können wir jetzt sagen, nein, auf dem Filzek hat er gesagt, der heißt so und das genau um 19.40 Uhr. Bitte schön. Guten Abend, mein Name ist Žarko Šešum. Okay, alles angekommen. Guten Abend, ich spreche nur ein bisschen Deutsch. So, aber das wird von Mal zu Mal besser. Du bist im Gegensatz zu Magnus kein alter, sondern ein junger Schwede. Alles gut, ja. Alles gut, okay. Alter Schwede, junger Schwede, was willst du mehr? Wie war die Vorbereitung für dich? Ja. Ja? Ja, alles gut. Alles ja. Gut, okay. Weiter!
Hunger. Ich bin super zufrieden mit der Mannschaft. Ich bin auch ein bisschen selbstkritisch und das ist klar, als Trainer ist man auch ein bisschen so nervös. Und dann kommt diese Geschichte mit Mimi Kraus, das hat auch viel Kraft gekostet. Das ist klar, das hat auch uns ein bisschen gestört in unserer Vorbereitung. In so einer, ich würde jetzt sogar sagen, schwierigsten Phase meiner Karriere ist natürlich dann besonders wichtig, wenn man dann auch zu Hause halt hat, durch meine Freunde, durch meine Familie, durch meine Geschwister. Ja, das ist natürlich dann unabdingbar und da merkt man dann richtig, wie wertvoll sowas ist. Und ich werde im Oktober Papa zum ersten Mal und das treibt mir jeden Morgen ein Lachen ins Gesicht, wenn ich dann an meine kleine Tochter denke, an die eigene kleine Familie und das ist dann das, an dem man sich hochzieht. Und ich kenne viele Leute, die nun sagen, sobald die Kleine auf der Welt ist, wirst du mal merken, um was es wirklich geht. Ich möchte, dass sie sehr gut spielen, ganz viele Spiele gewinnen und nicht so oft unschieden und nicht so oft verlieren. Aber es kann ja jedes Mal passieren. Traurig ist, dass sie letzte Saison jedes Mal verloren haben. Natürlich ist es auch so, dass wir es eigentlich kaum erwarten können, dass die Saison endlich losgeht. Und man nimmt jetzt schon alles mit, was man kriegen kann. Ja, so ein bisschen. Außerdem ist es schon auch, finde ich, wichtig, sich ein Bild von der Entwicklung der Mannschaft auch schon im Vorfeld zu machen, um dann nachher mal zu sehen, wo steht sie denn eigentlich vielleicht am Anfang von der Saison. Wie die Neuen sich machen, wie sie sich schon eingefügt haben. Ja, man möchte einfach schon mal vorher ein bisschen gucken und schon mal ja, die ersten Schätzungen vielleicht machen, in welche Richtung es vielleicht geht. Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht, wie es weitergeht. Auch das ist eine Entwicklung, die natürlich nicht ganz optimal ist für den Verein. Wir sind jetzt ein paar Tage vor Saisonbeginn und wir wissen noch nicht so richtig, wie dann die Hinrunde insgesamt läuft. Ich meine, es ist natürlich auch eine gefährliche Situation, wenn sich beispielsweise ein Spieler wie der Tim Knöle jetzt verletzt, dann stehen wir ohne etatmäßigen Mittelmann da und das vor eine, und das ein paar Tage vor Saisonbeginn. Ja. Servus. Mit Herz und Hand für Momente wie diese. Mit Herz und Hand werden wir Tore schießen. Ja, wir halten aneinander fest und geben niemals auf. Push auf, push auf. Wo singt's denn daher? Ich sehe gar keinen. Da ist er. Wenn die angefeuert werden, dann müssen die ja auch Turbo geben für die Fans. Wenn die so schnarchen, oh, jetzt steht schon 10-6. Und dann müssen die halt richtig laut klatschen, dann wachen die auf und dann geht's rund. Finde ich richtig gut. Also ist nicht selbstverständlich unter der Woche. Ich denke, morgen müssen viele von denen wieder früh raus. Das ist schon hoch anzurechnen. Es war ja wirklich einige dabei. Also voll schön, voll gut. Aber ich denke, wir haben das geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben halt zumindest uns ein ganz gutes Gefühl für Samstag geholt. So. War ganz toll. Ja, das ist klar. Ich bin zufrieden. Wir haben ganz hoch gewonnen. Und
keine Verletzung bekommen, das war wichtig. Samstag geht es los in Bundesliga und man ist ein bisschen nervös als Trainer. Die Zeit läuft richtig schnell im Moment. Oder einfach. Danke, wünsche ich euch auch. Danke. Schön, dass ihr hier wart. Beide, Fredrik und Zachrisson, spielt nicht schlecht in Abwehr, aber die schiebt viel zur Mitte. Und das macht auch Halb zum Beispiel, wenn wir das richtig macht. Letztes Spiel hat Drux angefangen in Mitte zusammen mit Nielsen. Und gegen Drux sollen wir immer Druck machen. Druck. Dann muss wir unglaublich hart da in Mitte arbeiten. Unser Außenlinksaußen Marcel Dodo, ni darf nicht so hoch. Also ni sollen ein bisschen spekulieren, aber ni haben eure Spieler. Außer. Aber wenn ihr kommt zwischen 1 und 2, dann ist zu. Eine organisatorische Sache noch. Wenn wir nach dem Spiel reingehen, die zwei Leute, die zum Fan-Talk hochgehen, brauchen danach nicht wieder raus zum Autogramme schreiben, sondern die sollen sofort hoch nach dem Spiel, nach unserer Besprechung zum Fan-Talk. Aber ich weiß nicht wer. Aber das kriegen wir morgen. Ganz kurz noch einmal für Anziehen für jede Heimspiele gleich. Weißes Polo, schwarze Jogging, Adidas-Schuhe vor dem Spiel, nach dem Spiel, Hemd und Jeans. Ja, Schuhe frei nach dem Spiel. Ja, aber Jeans kann ich auch kommen. Jeans kann man auch kommen. Jeans auch gut. Kommen, ab jetzt konzentriert für morgen. Auf geht's. Komm. Also, nach 5-6 Wochen Vorbereitung, da sind alle wie die weggesperrten Kampfhunde. Ja, da wollen sie alle losgelassen werden. Mit Abschluss der letzten Saison warte ich eigentlich auf dieses Spiel. Die letzten paar Tage, das ist klar, die Anspannung wird mehr und mehr. Ich bin richtig nervös, wenn ich denke nicht die ganze Zeit, aber wenn du zum Beispiel eine Frage bekommst, dann passiert etwas. Das ist klar, das ist mein erstes Spiel. Und ich bin oft so ein bisschen nervös, aber mit einem so gutes Gefühl. Ich weiß, wie es ist, hier in Göppingen aufzulaufen als gegnerische Mannschaft. Wenn du als gegnerische Mannschaft führst mit einem Tor und du denkst, jetzt hast du sie gebrochen und dann steht die ganze Halle auf und peitscht ihre Mannschaft nach, dann hast du eigentlich hier in Göppingen keine Chance. Deshalb, ich kriege Gänsehaut hier. Wahnsinn, ehrlich. Dann hast du hier in Göppingen als gegnerische Mannschaft, egal wie sie heißen sollte, keine Chance. It's a good team, good players, good tactic. But we're here in our home, in our house, in our gym, and we should get some respect. Das schaffen und wenn wir das so wollen, dann kriegen wir das auch hin. Wir haben jetzt so viel Schweiß, so viel Blut jetzt auf der Platte liegen lassen. Jetzt müssen wir das zeigen, was wir gemacht haben, was wir gelernt haben, was wir eigentlich jetzt 6 Wochen lang den Arsch aufgerissen haben. Das zeigen wir jetzt. Da ist ein schönes Gefühl, aber so auch nicht jeden Tag möchtest du das Gefühl haben, für das kostet viel Kraft, aber das wenn du nicht dieses Gefühl haben, dann fehlt er auch.
Sein. Einfach nur geil, nach so einer harten Vorbereitung mit so einem Spiel das ganze Ding abzuschließen. Es hat einfach Spaß gemacht, wir haben gebrannt ohne Ende. Ich glaube, es hat mir gemault, die Zuschauer sind mitgekommen. Und wenn dann das Spiel so ausgeht, dass man mit dem Schlusswurf dann das Spiel entscheidet, es gibt nichts Schöneres. Blöd, wie das klingt, aber der Sieg ist nicht viel wert, wenn wir jetzt nicht so weitermachen. Deswegen müssen wir jetzt echt, jetzt sind wir heiß und jetzt muss es weitergehen. So. Ich bin halt
reingesprungen und wollte dann den Ball ablegen und kriegt dann einen Schlag auf die Brust und ich war halt noch nicht auf beide Beine. Deswegen hat mich ein bisschen auf den Rücken gelegt, aber wir haben geredet, es war dann okay, hat sich entschuldigt, alles gut, es ist ein Sport. Das hatte ich mir gewünscht, darum habe ich hingelebt, habe geträumt, habe schlecht geschlafen und jetzt ist das in Erfüllung gegangen. Ich finde das toll.